Die Niederländer sind im Soll. 5:1 gegen den amtierenden Welt- und Europameister, prompt in der Favoritenrolle und nun vor einer Pflichtaufgabe gegen Australien. Da könnte man denken, dass Louis van Gaal einen übervorsichtigen Gegner erwartet, aber weit gefehlt. Ich erwarte eine australische Mannschaft, die angreifen wird. Denn als Trainer fängt man bei den Qualitäten der vorhandenen Spieler an. Und wenn sie defensiv spielen wollen, dann besser ohne Tim Cahill. Denn man könnte nicht viel mit ihm anfangen. Er ist aber ein Teil der Qualität der Mannschaft. Deshalb glaube ich, dass die Australier aggressiver spielen werden, als das irgendwer in diesem Raum annimmt. Van Gaal bleibt gewohnt grummelig. Vor seiner Kritik ist niemand sicher, nicht mal die Trainerbänke, die für ihn als Zitat Sitztrainer zu niedrig für einen guten Blick seien. Und gerade der ist wichtig in Zeiten, in denen das Land über die richtige Taktik fachsimpelt. Das 3-5-2 gegen Spanien hat gut funktioniert. Wie er gegen Australien spielen lässt, will Van Gaal aber nicht verraten. Stattdessen nur die üblichen Warnungen, auch von seinen Spielern. Wir wissen alle, dass wir nur 3 Punkte haben. Ich denke, der Trainer hat es schon sehr gut erklärt. Also müssen die erfahreneren Spieler die jüngeren darauf aufmerksam machen. Es ist nur logisch, denn für viele von ihnen ist es das erste Turnier. Deshalb könnte das Problem auftauchen. Aber ich muss hinzufügen, dass die jüngeren Spieler das verstanden haben. Sie sind vollkommen konzentriert auf das Spiel. Und das ist wichtig bei einem Turnier, denn wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben 3 Punkte und wollen 6. Und dann machen wir den nächsten Schritt. Was der Trainer auch sagt, wir haben 3 Punkte und wir wollen morgen graag 6 haben. Und dann gehen wir wieder weiter.